Das Thema der Unfehlbarkeit ist eines der merkwürdigsten Themen, dass das die Leute aufregt, ist mir völlig unverständlich. Denn wenn man sich wirklich genau anschaut, was unter der Infallibilität des Papstes, um bei diesem Fachausdruck zu bleiben, was darunter wirklich verstanden wird, kommt etwas total Harmloses und absolut Sinnvolles raus. Erstens, Christus sendet seine Kirche in die Welt als sei die Trägerin seiner Botschaft. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass Jesus auch Sicherheitsmechanismen einfach eingebaut hat, um das mal so menschlich zu sagen, diese Kirche wirklich das sein lassen, was er wollte. Dieser Sicherungsmechanismus trägt den Namen Heiliger Geist. Also er hat etwas in diese Kirche gelegt, das nicht Fleisch und Blut ist, so wie wir es auch in Matthäus 16, 18 ja hören, wo Petrus die Antwort gibt. Als erster sagt er, Jesus ist der Sohn Gottes, und dann sagt eben jetzt Jesus zu ihm, du bist Petrus, der Fels, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also in dieser Kirche lebt eben nicht Fleisch und Blut weiter, also menschliches Denken, Kalkül, Management, eine Ideologie, die sucht sich so gut wie möglich, wie viele Parteien das heute tun, durch das Weltengeschehen zu schlängeln und möglichst viele eben jetzt für sich zu gewinnen, sondern nicht Fleisch und Blut, sondern Heiliger Geist führen diese Kirche eben jetzt durch die Zeit. Dann gibt es zweitens innerhalb dieser Kirche auch ganz konkrete Personen, nicht? Das sind die Apostel, die Jesus sich gerufen haben, wo wir glauben, dass das apostolische Amt in den Bischöfen, in ihren Nachfolgern fortlebt, wo Jesus zu ihnen zum Beispiel im Lukas-Evangelium sagt, wer euch hört, der hört mich. Das ist schon mal eine ganz tolle Versicherung. Ja? Und da kommt es dann auch beim bischöflichen Amt ja wirklich auf eine pneumatische Begabung an. Deshalb werden Bischöfe auch mit Chrisam am Haupt bei ihrer Weihe jetzt eben gesalbt, damit eben dieses Einfallstor, dieses Übernatürlichen jetzt eben in ihnen konkret sakramental wird. Und das Dritte ist die Unfehlbarkeit des Papstes, Infallibilität, auf Lateinisch eigentlich die Untäuschbarkeit, heißt, dass wenn der Papst eine in der Kirche schon vorhandene Glaubenswahrheit, etwas, das das Volk Gottes glaubt, mit dem Prädikat versieht, das ist wirklich von Gott geoffenbart. Also das ist nicht nur eine fromme Meinung, nicht nur eine nette Frömmigkeitsvorstellung, da haben wir viele, zum Beispiel seit dem 5. Jahrhundert, dass es 9 Chöre der Engel gibt, 3x3 entsprechend der Dreifaltigkeit oder solche netten Sachen und so weiter, sondern das ist wirklich von Gott geoffenbart. Wenn der Papst sagt, also das, was in der Kirche schon über Jahrhunderte geglaubt worden ist, was sich aus Schrift, Tradition nachweisen lässt, ist wirklich von Gott geoffenbart, dann täuscht er sich da nicht. Also das ist eigentlich eine Einschränkung auch des päpstlichen Amtes, weil viele stellen sich vor, ich erinnere mich noch, wie der heilige Johannes Paul II. In Amerika war und er hatte da ein Meer von Regenschirmen plötzlich vor sich bei einer Messe und er hat gesagt, seht ihr, der Papst ist nicht unfehlbar, weil ich habe geglaubt, dass das Wetter schön wird. Alle haben gelacht, ja, und er hat damit auch durch diesen Scherz ad absurdum geführt, was sich viele Leute vorstellen, der Papst steht jetzt auf in der Früh und er denkt sich, okay, also heute definiere ich mal, dass es eine in meiner Unfehlbarkeit, das, was er sich ab sofort auch die Pfarrgemeinde redet, den Zölibat halten müssen oder irgendeinen, Entschuldigung, Nonsens, ja, der mir jetzt gerade eingefallen ist. Nicht, das ist überhaupt nicht der Fall, wenn eine Glaubenslehre schon vorhanden ist und der Papst eben jetzt versieht diese Glaubenslehre, Kraft des Charismas seines Amtes mit dem Prädikat, also ein Gütesiegel könnte man sagen, das ist wirklich von Gott geoffenbart. Ja, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass es wirklich so ist. Das ist die Unfehlbarkeit des Papstes.